Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier bei mir. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mit euch über das Thema Zunehmen sprechen. Das Thema Diät und Abnehmen, da würde ich sagen, gibt es jede Menge Informationen. Es gibt immer wieder Tipps, wie kann man am besten abnehmen, wie kann man am schnellsten abnehmen, wie kann man den Jojo-Effekt vermeiden und so weiter. Und darauf bin ich ja auch schon zum Beispiel in meinem Podcast eingegangen, wie kann man den Jojo-Effekt vermeiden, was ist die beste Ernährungsform. Aber ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt, sage ich mal, wo ich vielen einfach helfen möchte, weil ich weiß, dass viele damit Probleme haben und bei vielen auch eine Angst davor besteht, ist das Thema Zunehmen. Wie kann man zunehmen? Es gibt verschiedene Gründe, verschiedene Situationen, warum möchte jemand zunehmen, warum muss jemand zunehmen. Aber es ist auf jeden Fall Fakt, dass viele Probleme haben mit dem Zunehmen, vor allem mit dem dauerhaften Zunehmen, wenn man wirklich ein bestimmtes Ziel erreichen möchte. Welche Situationen es da jetzt gibt, sei es Muskelaufbau oder weil jemand im Untergewicht ist und deswegen zunehmen muss auch. Darauf möchte ich später nochmal genauer eingehen. Was ich jetzt zu Beginn machen möchte, ist, dass ich euch erstmal meine Geschichte erzähle und meine Erfahrungen und Erlebnisse sozusagen mit dem Thema Zunehmen. Also ich habe ja im Jahr 2014 mit dem Fitness angefangen, hatte da eigentlich relativ normale Figur, normales Gewicht und mein Ziel, warum ich damals angefangen habe, war einfach nur ein bisschen sportlicher aussehen, mehr nicht. Also ich hatte weder das Ziel, richtig viel Muskelmasse aufzubauen, noch wollte ich irgendwie speziell abnehmen, sondern ich wollte einfach trainiert aussehen. Und irgendwie hat sich das Ganze dann so sehr zu einer Leidenschaft entwickelt, was ja an sich positiv ist. Aber es ist dann etwas ins Extreme gegangen, dass ich tatsächlich jeden Tag trainiert habe und meine Ernährung halt immer mehr so fitnessgerecht angepasst habe, was dann daran geendet hat, dass ich sehr, sehr high Protein gegessen habe, Kohlenhydrate schon auch, aber eine gewisse Zeit lang habe ich auch die mal vermieden oder halt nur noch komplexe Kohlenhydrate, also hatte da wirklich schon so einen kleinen Zwang, nur Protein, nur viele Ballaststoffe, viel Gemüse, viel Obst. Fette waren nicht wirklich in meiner Ernährung vorhanden, weil ich damals einfach nicht wusste, wie wichtig die Fette eigentlich für uns sind. Vor allem für die Hormone, aber generell für die gesamte Gesundheit spielen gesunde Fette, also richtige Fette, nicht die Transfette. Also da muss man unterscheiden. Transfette sind die industriell hergestellten sozusagen, zum Beispiel Chips, Pommes oder auch wenn man einfach generell falsche Öle erhitzt. Das sind Transfette, die nicht gut für unsere Gesundheit sind und deswegen weitestgehend vermieden werden sollten. Und auf der anderen Seite gibt es eben die guten Fette, zum Beispiel Nüsse, Avocado, hochwertige Öle, also hochwertiges Olivenöl, Leinöl, Walnussöl, Avocadoöl, aber auch Fisch. Das sind gute Fette und die sind bei mir in der Ernährung einfach damals nicht vorhanden gewesen, weil ich so, ja, Fett macht Fett sozusagen nach dem Motto. Also ich wusste es tatsächlich leider nicht besser. Auf jeden Fall habe ich dann immer weiter abgenommen und irgendwann war ich dann auch bei 57 Kilo und zu dem Zeitpunkt sah ich dann wirklich sehr dürr aus, sage ich mal, was ich damals aber einfach nicht so wahrgenommen habe. Man nimmt sich ja selber immer anders wahr als andere und vor allem jetzt im Nachhinein nehme ich mich auch komplett anders wahr. Auf jeden Fall kam dann aber irgendwann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt mache ich meine Massephase, also eine Muskelaufbauphase, so wie das typischerweise von den Jungs immer bekannt ist. Was auch damit zusammenhing, dass ich zu dem Zeitpunkt meine Pille abgesetzt habe, dann meine Tage nicht sofort bekommen habe und mir dann auch dachte, okay, vielleicht muss ich einfach ein bisschen zunehmen, damit meine Periode wiederkommt. Thema Periodenverlust ist ja bei mir auch ein sehr präsentes Thema, sag ich mal. Ich habe meine Periode wieder, auch super regelmäßig, weil ich eine Sportpause gemacht habe, zugenommen habe und so weiter. Dazu später noch mal mehr. Aber alle Mädels, die dieses Problem auch betrifft, auf jeden Fall kann ich euch auch mein Buch sehr ans Herz legen. Ich habe da all meine Erfahrungen als Buch heruntergeschrieben, meine Kenntnisse, meine Ratschläge, meine eigenen Erfahrungen. Und ich verlinke euch das Buch auch unten mal in der Beschreibung. Wie gesagt, dazu aber später noch mal mehr und da kann ich auch gerne mal ein separates Video noch machen. Genau, ich habe mich dann entschieden, dass ich eine Muskelaufbauphase mache und bewusst zunehme. Und klar, ich hatte auch diese Angst, diese Bedenken, wie wird sich mein Körper verändern? Werde ich irgendwie unförmig aussehen? Werde ich schwammig aussehen? Werde ich aufgehen wie ein Hefekloß, wie es auch ganz viele ganz gerne sagen, weil ich ja einfach mehr esse. Aber ich muss sagen, bei diesem Muskelaufbau war ich wahnsinnig positiv überrascht, wie gut
also wie positiv man sich auch verändern kann, wenn man zunimmt. Ich habe insgesamt 8 Kilogramm zugenommen. Über die Monate danach dann auch nochmal 1, 2, also tatsächlich von den 57 Kilo war ich dann ein halbes Jahr später bei 65, 66 Kilo. Habe mich wahnsinnig wohl gefühlt. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich hatte zum Teil natürlich genetisch ein bisschen Glück, weil man hat immer noch mein Sixpack sehr gesehen. Ich sah immer noch super trainiert aus, weil ich einfach während dieser Aufbauphase viel trainiert habe, schwer trainiert habe und somit alle zusätzlichen Kalorien, die ich gegessen habe, in Muskelmasse umgewandelt habe. Also ich würde sagen, ich habe einen ziemlich guten Muskelaufbau da hingelegt, wo nicht wirklich viel Fett dazu gekommen ist, sondern hauptsächlich Muskeln. Wie ich das gemacht habe, ich habe regelmäßig gegessen, also nicht irgendwie intermittierendes Fasten gemacht oder Mahlzeiten ausgelassen, sondern regelmäßig gegessen, Snacks eingebaut, habe mehr Kohlenhydrate gegessen und dann auch endlich mal die Fette ein bisschen eingebaut, aber immer noch nicht so viel, sondern tatsächlich viele Kohlenhydrate. Und Nüsse und Datteln war so mein Lieblingssnack, weil das einfach viele Kalorien hat. Ich habe auch zu der Zeit Kalorien getrackt, damit ich mir einfach sicher war, dass ich auf diese gewisse Kalorienmenge, die ich erreichen möchte, komme. Ich habe damals 2700 oder 2800 Kalorien gegessen. Also war so 300 bis 400 Kalorien im Überschuss, teilweise 500 Kalorien. Ich habe das nach der Zeit dann auch gesteigert und einfach beobachtet, wie verändert sich mein Körper, wie verändert sich das Gewicht. Und ja, muss sagen, dass es eine positive Erfahrung für mich war und mir halt auch gezeigt hat, dass Zunehmen nicht immer was Negatives ist und dass auch Veränderung nicht immer was Negatives ist. Und ja, war insgesamt dann eben sehr, sehr zufrieden mit diesem Muskelaufbau. Was danach dann allerdings nicht passiert ist, ist, dass ich meine Periode wiederbekommen habe. Also die ist dann nach wie vor ausgeblieben. Das heißt, das hat nicht direkt irgendwie was gebracht in dem Zusammenhang. Und dann kam eigentlich erst so richtig meine Story mit dem Periodenverlust, dass ich halt dann wirklich 2 Jahre danach, nachdem die Periode immer noch nicht da war, gemerkt habe, okay, da stimmt was nicht, ich muss was tun. Das ist jetzt alles eine etwas komplexere Geschichte. Wie gesagt, ich habe das in meinem Buch aufgeschrieben und kann dazu aber auch gerne nochmal so ein Video machen und das erzählen. Auf jeden Fall habe ich mich dann zu einer Sportpause entschieden und gleichzeitig wieder zu einer Gewichtszunahme. Das heißt, das war sozusagen meine zweite bewusste Phase, wo ich zugenommen habe. Diesmal natürlich komplett anders. Ich wusste, okay, ich kann jetzt nicht so fleißig trainieren wie davor und es wird sich in Muskeln umwandeln, sondern es ist tatsächlich jetzt auch mal notwendig, dass ich meinen Körperfettanteil erhöhe. Also der Körper braucht einfach jetzt diesen Körperfettanteil, um so zu funktionieren, wie er funktionieren soll. Und da ist es natürlich noch mal schwieriger, mit der Veränderung, mit der Zunahme klarzukommen und da so diese Hürde, diese Angst im Kopf zu überwinden. Aber was mir einfach da unglaublich geholfen hat, war zum einen, mir klarzumachen, du musst diese Veränderung einfach akzeptieren, weil was du jetzt zu deiner Priorität machen musst, ist die Gesundheit. Ich wusste, ich will meine Periode wiederbekommen, ich nutze jetzt diese Chance, ich gehe jetzt diesen Weg und versuche, möglichst schnell das Beste daraus zu holen und nicht jetzt irgendwie ewig lange dahin zu verweilen, sage ich mal, sondern ich bin wirklich, ich sage mal, all in gegangen. Ich habe direkt zugenommen und habe die Sportpause wirklich konsequent durchgezogen und hatte dann auch nach 1,5 Monaten mein Resultat, also meine Periode. Und das war halt für mich auch so das Motivierende, dass ich gesagt habe, okay, ich mache weiter. Es hat was gebracht, es lohnt sich, es ist nicht immer leicht mit der Veränderung umzugehen, weil man einfach ein bestimmtes Körperbild von sich gewöhnt ist. Aber ich hatte halt einfach mein Ziel vor Augen und wollte dieses Ziel erreichen, wollte, dass mein Körper wieder funktioniert und habe deswegen einfach akzeptiert, dass sich da was verändert, dass man nicht mehr den Sixpack sieht, dass die Zahl auf der Waage steigt. Aber auch hier habe ich mich immer mehr davon lösen können, mich überhaupt zu wiegen, mich überhaupt so auf diese Zahl zu fokussieren, weil letztendlich zählt das Spiegelbild und auch die Kleidung ist eher so ein Maßstab, finde ich, ob sich irgendwas getan hat, sei es in die eine Richtung abnehmen oder in die andere Richtung zunehmen. Wenn die Hose nicht mehr zugeht, hat man zugenommen. Wenn die Hose zu locker ist, hat man abgenommen. Und die Zahl auf der Waage, finde ich, sagt absolut nichts aus. Bestes Beispiel, letzte Woche bei Instagram haben mich tatsächlich ein paar Mädels gefragt, ob ich eigentlich wieder abgenommen habe.
als ich ein paar Spiegelfotos oder so gemacht habe. Und ich habe nicht abgenommen. Ich habe tatsächlich sogar eher ein Kilo zugenommen, jetzt nochmal. Aber fühle mich selber einfach auch gerade super wohl. Klar, ein paar Kilo nochmal verlieren, würde ich jetzt nicht nein dazu sagen. Möchte ich auch, aber eben möglichst langsam so, dass es mir der Körper verzeiht, dass es okay ist und sich nicht irgendwie gesundheitlich wieder negativ auswirkt. Insgesamt bin ich aber einfach zufrieden und habe gelernt, diese Veränderung zu akzeptieren und anzunehmen und mich auch so zu mögen und vor allem mir bewusst zu machen, ich bin nicht mehr oder weniger wert, weil ich jetzt vielleicht 20 Kilo mehr wiege als vor 2-3 Jahren noch. Also von den 57 Kilo bin ich jetzt bei 77 Kilo oder 76, also jetzt nicht 76, 75, sowas aktuell, und ich bin 1,75 groß. Das sind 20 Kilo Unterschied. Ich finde, das hört sich richtig viel an. Man sieht es auch tatsächlich auf den Fotos, den Unterschied. Aber trotzdem fühle ich mich wohl und habe gelernt, das Ganze einfach zu akzeptieren. Und damit kommen wir jetzt irgendwie auch schon tatsächlich zu meinem ersten Tipp. Wie kann man es schaffen, zuzunehmen und ja, einfach machen? Es klingt jetzt doof, aber gerade dann, wenn man so diese Angst, diese Hürde hat in sich vor dem Zunehmen, aber man möchte eigentlich zunehmen, weil man weiß, es könnte besser für mich sein, besser für meine Gesundheit, es ist tatsächlich vielleicht sogar notwendig, oder was auch immer, einfach machen. Genauso wie bei der Sportpause war das bei mir, einfach machen, weil dann merkt man erst, dass diese Angst teilweise vielleicht sogar unbegründet ist und dass es gar nicht so schlimm ist, wie man immer erwartet. Also dass die Veränderung, vor der man so Angst hat, weil das ist ja klar, wir sind alle nur Menschen, wir lieben Routine, Gewohnheit, man ist viele Dinge gewohnt und was Neues ist dann erstmal etwas befremdlich und deswegen hat man da einfach diese Angst und deswegen ist da mein Tipp wirklich einfach erstmal machen. In dem Zusammenhang gibt es dann natürlich wieder das Problem, was ganz, ganz viele haben und beschreiben, dass sie dann Heißhungerattacken haben, also richtige Fressattacken, dass sie Angst haben, dass das nicht mehr aufhört, dass sie endlos zunehmen, dass sie absolut die Kontrolle verlieren. Und diese Angst ist absolut berechtigt, dass man die hat. Aber auch da kann ich euch sagen, ich bin mir sicher, so war es nämlich bei mir, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen und habe natürlich auch schon die Erfahrung von vielen anderen bekommen, dass sich das irgendwann einpendelt. Weil diese Heißhungerattacken, die haben den Grund, und zwar deswegen, weil eben früher zu wenig gegessen wurde oder immer differenziert wurde in gut und böse, gesund und ungesund, kalorienarm, kalorienreich, immer so eine schwarz-weiß Differenzierung und immer ein Verzicht von bösen Sachen sozusagen und nicht eine gesunde Balance, wo man sagt, zum Beispiel, ich bin ja ein Riesenfan von der 80-20-Regel, wo man sagt, 80% nährstoffreich, unverarbeitet, gesund, frische Lebensmittel, 20% dürfen auch einfach das sein, worauf ich gerade Lust habe, auch wenn es vielleicht nicht das optimale, nährstoffreiche für meinen Körper ist, es ist absolut okay. Und deswegen gibt es dann eben oft diese Heißhungerattacken, weil man da so eine emotionale Bindung zu bestimmten Lebensmitteln aufgebaut hat oder generell der Körper einfach das Gefühl hat, wow, ich habe jetzt lange nichts bekommen, jetzt kriege ich endlich wieder Nahrung, ich möchte so viel wie möglich haben, um das zu speichern, weil ich habe Angst vor der nächsten Hungersnot. Also das müsst ihr euch vorstellen von früher, evolutionsbedingt, dass man da natürlich auch, wenn man was zu essen hatte, so viel gegessen hat wie ging, weil man wusste ja nicht, wann hat man wieder als nächstes Nahrung. So könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Und da kann ich euch sagen, das pendelt sich irgendwann wieder ein. War auch bei mir so, der Hunger pendelt sich ein, das Gewicht pendelt sich ein, ohne irgendwie, dass ihr großartig was machen müsst. Wenn ihr eben lernt, auf den Körper zu hören, Signale wahrzunehmen und dem Körper das zu geben, was er braucht. Dann kommen wir jetzt zu den weiteren Tipps und da ist es so, es kommt natürlich immer drauf an, aus welcher Situation man kommt. Ich spreche jetzt natürlich tatsächlich hauptsächlich von denjenigen, die aus dem Untergewicht kommen, die eine Essstörung hatten, die genauso wie ich zu viel Sport gemacht haben, nicht genug Kalorien gegessen haben. Vielleicht hat man genug gegessen, aber nicht genug Kalorien, weil man halt auf eine möglichst gesunde Ernährung geachtet hat. Und klar spreche ich jetzt hauptsächlich diese Mädels an, aber es gibt natürlich auch die Gruppe, die einfach sagt,
Irgendwie schon immer ist es mir schwer gefallen zuzunehmen. Ich habe das Gefühl, ich muss so viel essen. Für mich ist es viel schwieriger zuzunehmen als für andere. Und ich würde ja so gerne, aber irgendwie habe ich nicht genug Hunger oder ich weiß nicht, was ich noch essen soll. Das heißt einfach so die typischen, die gerne Muskelaufbau machen möchten, die zunehmen möchten, aber es funktioniert nicht. Und auf der anderen Seite eben die, die da auch noch mit der Angst zu kämpfen haben, mit der Angst vor dem Zunehmen, weil Essstörungen in der Vergangenheit da war oder sonstiges. Und da muss man natürlich ein bisschen unterscheiden, wem man jetzt welche Tipps gibt. Aber ich sag mal, für die Gruppe, die einfach Muskelaufbau machen möchte und sagt, ich esse eigentlich schon so viel, aber es reicht nicht. Was kann man da machen? Und da sind meine Tipps: regelmäßig essen. Wirklich regelmäßig das einplanen, nicht irgendwie nebenbei mal hier, mal da essen, sondern wirklich, das ist jetzt dein Ziel, das ist deine Priorität, du planst es ein, ess großes Frühstück, Snack, Mittagessen, Nachtisch, Snack, Abendessen und nochmal ein Snack, plan es so richtig ein. Dann ist auch ganz wichtig, nicht irgendeinen Schrott essen, nicht irgendwie zu McDonald's und sämtliche Burger, weil die haben ja viele Kalorien, oder im Supermarkt die Süßigkeitenregale leer kaufen, weil das hat ja viele Kalorien, sondern es ist schon wichtig, auf die richtige Verteilung zu achten und dem Körper weiterhin sinnvolle Kalorien zuzuführen, also auch wirklich Nährstoffe, eine sinnvolle Verteilung von Fetten, Proteinen und Kohlenhydraten, da einfach ein ausgewogenes Verhältnis. Und klar darf es auch mal eine Pizza sein, mal ein Eis, um einfach noch die Kalorien zu füllen. Aber man sollte darauf achten, trotzdem dem Körper wieder 80-20-Regel, 80% die Nährstoffe zuzuführen, Makros und Mikros, die der Körper braucht. Und der Rest kann dann auch einfach aufgefüllt werden mit Eis, Pizza, Süßigkeiten. Oder auch, weiterer Tipp, flüssige Kalorien. Also einfach in flüssiger Form, also trinken, die Kalorien trinken. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt Weight Gainer, weil zum einen ist das teuer, ihr müsst das extra kaufen, und zum anderen sind da oftmals auch gar nicht wirklich gute Inhaltsstoffe drin, ist jetzt so meine Meinung. Und man kann sich das so einfach selber machen, und zwar einfach ein Shake. Ich würde es einfach Weight Gainer Shake nennen, den ihr selber macht. Und zwar sind da einfach tolle Zutaten, sag ich mal, weil die einfach viele Kalorien haben. Haferflocken, Banane, Datteln oder generell Trockenfrüchte, sämtliche Nüsse, es können auch gemahlene Nüsse sein, die ihr damit reingibt, Nussmus, Proteinpulver noch für den Geschmack zusätzlich zu Datteln und Banane, die ja auch schon eine Süße euch liefern, und dann einfach noch ein bisschen Milch, je nachdem, ob jetzt vegan oder nicht vegan, Pflanzenmilch, normale Milch, und das einfach mal shaken und trinken, weil ich würde sagen, das schmeckt definitiv auch gut. Vielleicht noch eine Prise Zimt rein. Da könnt ihr wirklich reintun, was ihr möchtet. Und Kalorien trinken fällt eben vielen viel, viel leichter. Das könnt ihr zum Beispiel auch vor eurer Mahlzeit machen. Bei vielen regt das auch nochmal mehr den Appetit an. Dann kommt eure Mahlzeit. Also das ist echt so ein kleiner Trick, sag ich mal, der super vielen hilft. Oder was man auch super machen kann, sind so kleine Snackballs aus Nüssen, Proteinpulver und Datteln oder nur Dattelnüsse. Das ist generell eher so mein Geheimtipp. Dattelnüsse und Nussmus hat super viele Kalorien und schmeckt einfach wahnsinnig gut, finde ich. Und ist jetzt nicht irgendwie ungesunder Zucker, sondern es sind halt auch noch Lebensmittel, die eurem Körper Nährstoffe liefern und definitiv viele Kalorien. Also Datteln habe auch ich in meiner Muskelaufbauphase immer gegessen. Und genauso auch dann während der Sportpause beim Zunehmen war das für mich ein schönes Highlight, weil ich einfach Datteln über alles liebe. Und dann noch zwei weitere Punkte. Zum einen beim Training beachten, natürlich nicht zu viel Cardio machen. Auch wenn man jetzt Cardio liebt, Cardio verbraucht einfach viele Kalorien. Und wenn man Muskeln aufbauen möchte, ist es natürlich sinnvoll, da den Fokus auf Krafttraining zu legen und das Cardio ein bisschen einzuschränken. Ich persönlich habe zum Beispiel damals bei meinem Muskelaufbau gar kein Cardio mehr gemacht. Muss man jetzt auch nicht machen, weil es ist natürlich schon auch gesund, ein bisschen Ausdauer zu trainieren, aber eben da wirklich den Fokus auf Krafttraining legen. Und dann ist natürlich ganz wichtig, dass man seinen Bedarf kennt. Weil viele sagen ja eben, ich esse schon so viel, ich esse doch genug, aber ich nehme einfach nicht zu. Wenn du nicht zunimmst und denkst, du isst schon viel, dann isst du einfach nicht genug. Dann musst du noch mehr essen, dann musst du noch einen Shake einbauen oder nochmal 100 Gramm Datteln, irgendwie sowas, oder noch einen Teller Nudeln. Du isst dann einfach nicht genug, weil wenn du mehr isst, als du verbrauchst,
dann nimmst du zu. Du brauchst diesen Kalorienüberschuss. Deswegen ist es wichtig, dass du deinen Bedarf kennst. Und da kann es eben hilfreich sein, auch mal die Kalorien zu tracken, damit du da herausfinden kannst, wie viel Kalorien verbrauchst du eigentlich. Das heißt, wie viel kannst du essen, damit du das Gewicht hältst. Und wie viel musst du essen, damit du wirklich zunimmst. Dass man da eine Zeit lang wirklich mal die Kalorien trackt. Und damit kommen wir jetzt zu der zweiten Zielgruppe, sag ich mal, die natürlich auch wieder sehr individuell behandelt werden muss. Da kann man nicht immer pauschale Empfehlungen geben, aber ich gebe jetzt einfach mal ein paar Tipps. Und zwar beim Thema Essstörung ist es natürlich schwierig mit Kalorien-Tracken, finde ich. Da muss man wirklich individuell schauen, passt es zu der Person, passt es zu der Situation und der Geschichte, weil viele setzen es auch unter Druck oder es verschlimmert die Essstörung nochmal. Und da muss man halt schauen, ist es sinnvoll, weil derjenige dann wirklich kontrollieren kann, dass er genug isst, also dass er das dann im Blick hat, weil er sonst zu wenig isst. Oder ist es so, dass diese Person eigentlich erstmal lernen muss, regelmäßig zu essen, wirklich eine Routine reinzubringen, nicht Mahlzeiten auszulassen, vor allem auch von diesem Gedanken wegzukommen, man muss jede Mahlzeit oder jede Kalorie mit Sport kompensieren. Da ist es wirklich erstmal wichtig zu schauen, was sind so die individuellen Laster, woran muss man arbeiten und was macht dann in der jeweiligen Situation überhaupt Sinn. Weil es ist auch so, mir schreiben teilweise bei Instagram Mädels, hey Laura, ich komme aus der Essstörung oder ich befinde mich im Untergewicht, aber ich möchte jetzt zunehmen. Kannst du mir sagen, wie ich hauptsächlich Muskeln zunehme und kein Fett zunehme? Und das ist halt super schwierig, weil was ich dann einfach nur sagen kann ist, es ist super wichtig, dass du auch Fett zunimmst. Dein Körper braucht es. Du brauchst es, um jetzt gesund zu werden. Du musst davon wegkommen, von diesem Gedanken, nur Muskeln zunehmen zu wollen und am besten noch jedes Mal zu trainieren, wenn du was gegessen hast. Sondern teilweise kann es sogar sinnvoll sein, mit dem Sport zu pausieren, aufzuhören. Auch hier wieder individuell. Kann aber sinnvoll sein, wenn man aus dem Untergewicht kommt, dass man erstmal wirklich sich nur auf sein Essverhalten konzentriert und den Sport erstmal weglässt und ihn später erst dazufügt, wenn man schon einen großen Heilungsschritt gegangen ist. Aber das ist halt wieder sehr, sehr individuell. Auf jeden Fall ist es daher wichtig, wirklich erstmal aus diesem Untergewicht rauszukommen und das normale Essverhalten zu entwickeln. Und da eben auch zum Beispiel die Mahlzeiten zu planen. Ich esse regelmäßig. Und da wirklich zu akzeptieren auch, der Körper wird jetzt auch Fett zunehmen. Es werden nicht nur Muskeln dazu kommen, weil ich das eben brauche, weil mein Körper es braucht, weil meine Hormone es brauchen. Und dir wird es danach deutlich besser gehen. Deswegen auch hier heißt es wieder einfach machen, zulassen und loslassen von den Restriktionen, von den Gedanken, von der Angst. Und einfach machen und das Ziel vor Augen behalten. Und ansonsten gelten hier natürlich ähnliche Regeln wie auch schon davor mit Kalorien trinken, den Bedarf kennen, dass man auch wirklich genug isst und natürlich auch die richtige Auswahl. Und da ist es oft so, dass viele eben da sehr viel Wert legen auf die gesunde Ernährung, was dann eben viel Gemüse ist oftmals. Also dass man sich halt so angeeignet hat, ich esse möglichst low calorie, sehr volumenreich, was dann wenig Kalorien hat. Aber das ist dann nicht zielführend, weil wir wollen ja zunehmen. Wir wollen ja nicht abnehmen, sondern wir wollen ja zunehmen. Und deswegen auf kalorienreiche Lebensmittel zurückgreifen. Und Gemüse ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir dem Körper richtige Nährstoffe zuführen. Aber man sollte es nicht übertreiben und dann nicht zu extrem werden. Und halt bedenken, Volumen, also viel Gemüse hat viel Volumen, einen hohen Wasseranteil, es sättigt mich schnell, hat aber nicht viele Kalorien. Und mein Ziel ist es ja eigentlich, möglichst viel zu essen, möglichst viele Kalorien zuzuführen. Deswegen da kann Gemüse auf jeden Fall eine Beilage bleiben, aber fokussiert euch vor allem auch auf die Kohlenhydrate und auf die Fette, besonders wenn das in eurem Kopf ein böses Lebensmittel ist. Fokussiert euch da wirklich drauf, dass ihr die erhöht und damit eure Kalorien zuführt. Nudeln, Reis, das sind alles keine bösen Lebensmittel. Es gibt keine bösen Lebensmittel und auch keine ungesunden Lebensmittel, sondern wenn, ist ein gesamter Lebensstil ungesund, aber nicht ein einzelnes Lebensmittel. Deswegen Nudeln, Reis, gesunde Fette, wie schon gesagt, Nussmus, Nüsse, Avocado, Samen, Fisch, wenn ihr Fisch esst. Und auch bei den Milchprodukten, es muss nicht immer Light sein, es kann auch einfach mal die Vollfettstufe sein, ist auch nicht gesundheitlich irgendwie schädlich, wenn man es in Maßen genießt.
so wie bei allen Lebensmitteln. Und auch hier natürlich Shakes. Wenn es euch schwerfällt, so viel zu essen, dann macht einfach euch erstmal einen Shake. Habe ich ja vorher schon gesagt, was da eine gute Kombi ist. Und ja, so, das sind so einige Tipps, wie man eben einfach das schaffen kann. Und als letzter Tipp, einfach Lieblingsgerichte zubereiten. Jeder hat doch irgendwie Lieblingsgericht, was er vielleicht auch ewig schon nicht mehr gegessen hat, weil er dachte, das wäre ungesund. Wenn es sowas gibt, macht euch das einfach mal. Gönnt es euch, genießt es und seht es als Heilungsfood. Also es wird euch heilen, es wird euch helfen. Und ja, damit kommen wir jetzt auch zum Ende von meinem Video. Ich hoffe, dass euch vielleicht meine eigenen Erfahrungen und eben meine Tipps, die ich euch gerade gegeben habe, geholfen haben. Und ja, würde mich natürlich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mir einen Daumen da lasst und ein Abo und auch gerne die Benachrichtigungsglocke aktiviert. Da verpasst ihr dann kein Video mehr, denn jeden Mittwoch und jeden Sonntag kommt aktuell ein neues Video. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, meine Lieben.